Wenn es eine Moschee gibt, wo so ein Imam nicht vorbetet, dann soll er da beten. Aber wenn es keine andere Moschee gibt, dann soll er da beten. Weil die Regel lautet, man darf hinter einem Muslim beten, egal ob er gottesfürchtig ist oder ein Frevler. Und so ein Imam ist ein Frevler, ein Fasiq. Das heißt, er sündigt offenkundig. Das heißt Fasiq. Das heißt das Wort Fasiq. Und es ist erlaubt, hinter so einem Imam zu beten. Genauso, wenn der Imam Bid'ah macht. Wenn er Erneuerungen macht. Vor dem Gebet, nach dem Gebet, Maulid feiern, Kandil feiern und so weiter. Dann ist das auch ein Fasiq, ein Frevler. Darf man hinter ihm beten? Man darf hinter ihm beten, solange er Muslim ist. Genau. Weil die Regel lautet, wenn das Gebet des Imam korrekt ist, dann ist das Gebet für die Ma'mumun auch korrekt. Wer sind die Ma'mumun? Das sind diejenigen, die hinter ihm beten.